bei uns Adrian Fein. Ja, ganz, ganz unglücklicher Start in die Heimspiele. 1-2 verloren, auch eine Niederlage, genauso wie nach Ingolstadt, die eigentlich gar nicht nötig war, oder? Nee, sagst du vollkommen zu Recht. Ich denke, wir spielen eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, wo wir gar nichts zulassen, wo wir mit ein bisschen mehr Cleverness, ein bisschen mehr Abgezocktheit 2-3-0 führen. Gehen trotzdem mit einer 1-0-Führung in die Pause, genau das, was wir uns vorgenommen haben. Und geben dann das Spiel total aus der Hand. Und dann geht natürlich so ein Ding rein, so ein Fallrückzieher aus 20 Metern, das ist natürlich Wahnsinn. Aber gerade haben wir vielleicht auch ein bisschen das Pech auf unserer Seite, aber dennoch verteidigen wir es einfach dann zu schlecht. Und wir müssen einfach trotzdem weiter an uns glauben. Wir müssen weiter daran glauben, was uns der Trainer mit auf den Weg gibt und das auch noch besser umsetzen, was er sehen will. Und dann, ja, dann werden wir auch Punkte holen. Sag mal, du sprichst es an, der Fallrückzieher davor war nicht so viel los von Köln. Der ist dann halt mal drin, so ein Tor. Ja, muss man ja mal mit rechnen, dass man auch ein Gegentor fängt. Wir fangen relativ viele, auch letzte Saison. Da sollte ja explizit dran gearbeitet werden. Aber wenn ich dich so verstehe, ja, da sind wir aber noch nicht dort, wo wir sein wollten. Nee, überhaupt nicht. Ich denke, das ist ein Prozess auf jeden Fall. Natürlich haben wir jetzt auch zweimal mit komplett verschiedenen Viererketten gespielt. Das darf aber keine Ausrede sein. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit lassen wir gar nichts zu. Und dann lassen wir uns so extrem schocken durch so ein Tor. Und das darf uns nicht passieren. Wir haben viele erfahrene Spieler auf dem Platz. Wir haben viel Qualität auf dem Platz. Und dann kann es nicht sein, dass man sich zu Hause so abkochen lässt, dann 20 Minuten. Ja, da müssen wir Lösungen finden und wie gesagt, einfach das umsetzen, was der Trainer sehen will und dann werden wir auch unsere Punkte holen. Jetzt geht's nächste Woche dann erstmal wieder zum badischen Pokal. Tut es uns jetzt vielleicht gar nicht mal schlecht, dass man sagen, ey, okay, die Pause brauchen wir anscheinend noch, dass wir wirklich mal analysieren und dran arbeiten können, was die zwei ersten Spiele vielleicht nicht so gut lief? Nee, also ich würde ehrlich gesagt lieber das nächste Woche direkt wieder gut machen. Wenn ich jetzt auch heute wieder sehe, was für ein Support da war von den Fans, dann tut das doppelt weh. Wie gesagt, gerade für mich ist es wieder was Besonderes, solche Fans im Rücken zu haben und sie dann so zu enttäuschen. Das schmerzt jedem von uns. Und jetzt haben wir erst in 2 Wochen wieder die Chance, es gut zu machen. Aber dann werden wir auf jeden Fall alles reinhauen und ganz sicher 3 Punkte entfernen holen. Wir drücken die Daumen. Wir hoffen, dass wir jetzt erstmal die nächste Pokalrunde auch noch überstehen. Auf jeden Fall hinkriegen. Und dann ja, macht das Beste draus und dann werden wir den Ferl mal richtig angreifen. Auf jeden Fall. Danke dir, Adrian. Okay.